Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren, vielleicht sogar schon zur letzten Folge plus minus. Viel müssen wir nicht mehr tun. Na gut, wir müssen noch gestalten. Also, ich weiß nicht, ich habe mir immer so 15 bis 20 Minuten Zeit genommen für die Folge. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Dieses Signal soll getriggert werden, wenn die Auszählung vorbei ist. Mit anderen Worten, das ist der Status 0. Man drückt einen dieser Knöpfen, das Game beginnt, spielt seine Routine ab, Go steht dort und das Game signalisiert uns jetzt, also wir müssen zählen. Also jetzt ist der Wert bei minus 1, 0, minus 2, minus 1, 0, 1, 1, 0, minus 1, boah, das Game ist mies. Minus 2, minus 3, minus 4. Minus 3, minus 2. Minus 2 ist jetzt der Wert. So, als nächstes gebe ich diesen Wert ein. So, hier gebe ich den Wert ein und im gleichen Moment beginnt das System hier unten zu zählen und zählt nun den Wert, den ich da habe. Sollte jetzt auf minus 2 kommen. Zack, zack. Wir sehen minus 2. Genau das ist der Wert. So, und jetzt sollte das System merken, okay, ich bin fertig mit dem Zählen und sollte jetzt hier ein Signal geben und die Lampe dort hinten, die da, wir sehen, da hat sie gerade geblinkt. Das heißt, unser Ergebnis war richtig. So, wie kriegen wir jetzt raus, dass das System fertig ist? Das kriegen wir ganz einfach raus, indem wir etwas graue Technik nehmen. Oder machen wir das mal mit Pink. Pink haben wir noch gar nicht verbaut. Also, wenn diese beiden Fackeln aus sind, dann ist das Ergebnis ausgezählt. Wenn die beiden Fackeln aus sind, soll außerdem ein Kondensator leer sein, den wir jetzt einfach mal hier ganz simpel einbauen. So, okay. Und es müssen zwei Kriterien erfüllt sein. Es muss einmal dann dieses Ding hier, also die Fackel muss aus sein und gleichzeitig muss diese Fackel aus sein. Wenn diese beiden Fackeln aus sind, dann geht diese Fackel an und wenn diese Fackel, stopp, andersherum. Das muss so, okay. Wenn diese Fackel angeht, aktiviert sie hier den, der dann den aktiviert, der dann den aktiviert, der dann den aktiviert, der dann den aktiviert, den aktiviert. Und das führt dann dazu, dass ein Reset-Befehl erfolgt. So, das ist schon die ganze Hexerei dahinter. So, einfach abgeschlossen und schon wird dann dadurch der Reset ausgelöst. Wir haben noch eine Sache, die dadurch ausgetestet wird. Ich verspreche mich jetzt hier schon ein paar Mal. Nein, nicht nur das, sondern es muss noch was Nächstes ausgemacht werden. Und zwar der hier oben, der das Game zurücksetzt. Der muss auf 0 gesetzt werden. Also der Gordon hier. So, und dann kann man ein neues Game auswählen. Wir drücken gelb und wir cheaten wieder, damit wir das richtige Ergebnis bekommen. Go heißt es. 1, 0, minus 1. Minus 2, minus 3. Minus 2, minus 3, minus 4. Minus 5, minus 4, minus 3. Minus 4, minus 5. Boah, ich bin heute schlecht drauf. Minus 6, minus 6. Okay, das Ergebnis sollte bei minus 6 sein. Also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir drücken mal das hier. Und zum Test werde ich mal ganz kurz hier einen Kolben hinmachen, der dann was nach oben bewegt, wenn ich richtig gezählt habe. So, und wir gucken mal, ob wir richtig liegen. Wir haben minus 6 ausgewählt und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Game beendet. Das war richtig. Und unser Kolben hat jetzt auch, genau, unser Kolben ist nach oben gefahren und schon kann ich das nächste Game starten. Perfekt. Dann noch eine Sache und zwar das Ding hier unten. Das soll sich nicht sofort resetten, das soll einen Moment dauern, bevor das hier einfährt. Das darf dann. Das ist ein schönes Detail. Das machen wir jetzt, indem wir das Ausschalten hier einen Kondensator entladen. Also Kondensatoren sind wirklich eine feine Technik, sage ich euch. Dann machen wir es mit einem 2-4-poligen Kondensator. Also, dass die Minecarts, die anzeigen, wie viel da ist, dass die noch einen kleinen Moment bestehen bleiben und nicht instant wegfallen. Na, machen wir einen Tacken länger. Okay, und den Schutz, dass man auch erst nach dem Game drücken kann, habe ich ja auch schon mit eingebaut. Den kann man nochmal verstärken, indem wir hier noch ein paar Verstärker hinsetzen. Wäre natürlich schön, wenn wir noch ein Detail hinkriegten, das sogar auch möglich ist, meiner Meinung nach. Das müssen wir jetzt mal gucken, wie gut wir das Design kriegen.
von der Schaltung her. Und zwar, dass die Lampen aufleuchten. Die Lampen leuchten auf und dann kannst du nämlich die Ausgabe machen, also die Eingabe machen. Das kriegen wir auch hin, indem wir ein versetztes Kabel legen. Oder indem wir einfach Folgendes machen. Ja, auch lustig jetzt hier. Mal gucken, was ich machen kann. Was sich da machen lässt. Ja, erstmal muss es abgeschnitten werden, natürlich. Das ist natürlich jetzt doof. Aber doch, das würde gehen. Die Lampen sollen leuchten und sagen, jo, du kannst eine Eingabe machen. Dass der Spieler kurz einen Moment wartet. So, wäre natürlich cool, wenn wir direkt von der Mitte aus kämen, von der Nulllampe auskommen. Da ist direkt der Ableiter. Da können wir dann auch reinleiten. Also wenn der Redstone-Block da ist. Ja, es geht. Geht der an. Perfekt. Wenn wir das alles angehen, dann geht das an. Und ab dann machen wir hier auch noch sowas hier. Das sieht dann auch cool aus. Das darf man auch nicht vergessen, dass das auch wichtig ist. Wie sieht etwas aus? Wie gestalte ich etwas? Dann schauen wir nochmal. Da, starten wir nochmal das Game auf grün in diesem Fall. Und diesmal ohne. Machen wir ohne. So. Dann können wir das hier schon wieder abschließen. Ah, ich habe nicht mitgezählt. Egal, ist nicht schlimm. Go ist zu Ende. Oh, das ging schneller als erwartet. Ja, weil es noch ein Nachspiel gibt. Und es wäre natürlich auch gut, wenn man Indikator hätte, ob man richtig liegt oder falsch liegt. So, wir drücken mal irgendwas an und gucken, was passiert. Achtung, jetzt wird nämlich gezählt. Das Ergebnis wird hier angezeigt. In Form von Minecarts. Minus 1, minus 2. Minus 2 wäre das richtige Ergebnis gewesen. Vorbei, Game startet neu. Jetzt kann man quasi schon die nächste Partie starten. Wir sehen, die verschwinden dann nach einer Zeit. Ejo, das läuft, das ist gut. Das gefällt mir. Also das Game ist schon fertig. Ja, ich gebe mal wieder 0 ein. Keine Ahnung, was das richtige Ergebnis ist. Immer ein Minusergebnis, interessanterweise. Ne? Das ist fast schon witzig. Und wir machen mal grün. Starten eine neue Partie. Und dann kann die Partie quasi schon starten, während das andere Game läuft. So, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 1, 0, 1, 1 müsste das richtige Ergebnis sein. Schauen wir mal, wir geben mal 1 ein. Und 1, juhu, war sogar richtig. Okay, gut, dann, gibt es jetzt dann auch noch, ja genau, jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit, und zwar noch ein Goodie. Wenn man das richtige Ergebnis erraten hat, dann am besten wäre es, wenn wir das mittig hinkriegten. Frage, was macht diese Fackel? Gar nichts, ne? Die können wir wegmachen komplett. Okay, vielleicht kriegen wir es tatsächlich mittig hin. Und zwar hätte ich ganz gerne hier einen Dropper und einen Werfer. Ja. Die dann was machen sollen. Was genau werde ich noch zeigen. Das ist schwierig jetzt. Ah, technisch doof.
Problem ist, dass ich hier ein... Obwohl, nee, gar kein Problem. Hab mich einfach verguckt. Nix Problem. Ist sich nix Problem, ist kein Problem. Kann man einfach so lösen. Zack. Ja. Viele Leute werden das kennen, was ich jetzt hier schon mache. Das ist jetzt einfach ein alter Trick. Wir werden jetzt hier eine kleine Spawnkammer machen, dass auch immer genug da ist, damit immer das Item, was ich jetzt benötige, kommt. Und das Item müssen wir eben kurz generieren. Ich weiß nicht, ob wir eine Bildschirmaufnahme aktivieren können. Mein Computer zickt manchmal ein bisschen, aber nee, es geht tatsächlich gerade. Wir gehen auf MC Stacker. Genau, den neuen MC Stacker. Und ich mache mal ein. Oh. Z-Block. relativ. Kann man mal anklicken. Monster Spawner. Spawner. Spawner, genau. Spawn Potential. Also was soll gespawnt werden? Erstmal Delay. 10. 11. 12. 500. 1. 2. Und gespawnt wird ein Vex. Das ist ein alter Trick aus dem Kreuzfahrtschiff. Wir erinnern uns. Der dumm ist, der kein Prisoner ist, der keinen Namen hat, der nicht unbesiegbar ist, der aber leise ist, der Leben hat von einem halben Herz, der außerdem noch, das ist eine richtig arme Sau, Entschuldigung, aber der on fire ist, er brennt, hat kein Leben, dem geht's nicht gut. Der auch nur einen Tick Leben hat, aber er hält was fest. Und zwar ein Firework Rocket. Die einem großen Ball mit Flicker und Trail in den Color grün explodiert. Und zwar nach einem Flight von 2. Schauen wir mal, was raus wird. Setzen wir mal den Block hier hin. Ah, das geht natürlich nur über den Command-Block, weil der Befehl zu groß ist. No, und aktivieren wir den. Time set midnight. Perfekt. Ah, und wir müssen ihm natürlich auch sagen, dass er dass es eine Drop-Wahrscheinlichkeit hat. Wo war Drop-Charge? 100%. 100%ige Drop-Wahrscheinlichkeit ist. Da. Jetzt haben wir da. Gucken wir mal ganz kurz. Und. Bisschen hoch. Okay, das heißt, der Flight wird verkürzt auf 1. Sehr gut. Was wollten wir noch machen? Genau. Und von dem Dings gibt es gleich 64 Stück. Wo ist die Menge? 64. Da. Perfekt. Gut. Damit haben wir den Command definiert. Und wir machen wieder Time Set Nun. Und der Command-Block. Ich wollte dieses Ding ja eigentlich ohne Command-Blöcke bauen. Ja gut, okay. Fällt mir gerade ein. Ist aber deshalb nicht schlimm, weil das könnt ihr jederzeit ersetzen. Das könnt ihr jederzeit ersetzen, wenn ihr es nicht mehr braucht. Hier ist es noch recht hell. Jetzt guckt ihr mal eben kurz die Dings hin. Wenn zu viele Items da sind. Schaltet sich das System aus. Gut. Alles klar. Damit haben wir das Spawn-Potential geschaffen. Wenn zu viele Items da drin sind, dann schaltet sich das Ding aus. Aber ansonsten spawnt jetzt erstmal hier immer der Vex. Ja, der spawnt glücklich. So. Jetzt helfen wir dem System mal eben kurz abzukommen. Schub, schub, schub. Schub, schub, schub. Gut. Und wie ihr euch schon wahrscheinlich denken könnt, werden wir jetzt einfach das Ding hier anschließen. Haha. auch das ist mal wieder
Leichter gesagt als getan. Leichter gesagt als getan. Wir müssen das von unten machen. Ja, wir haben keine andere Chance. Wir müssen das von unten machen. Auch wenn es ein bisschen unangenehm ist und unelegant ist. Das ist die einzige Möglichkeit. Da müssen wir tatsächlich in den Boden reingehen. Schade. Ich hatte versucht, das zu vermeiden, aber da führt kein Weg drumherum. Und ich hatte ja im letzten Part euch schon gesagt, ich baue da lieber in den Boden rein, als jetzt komplett alles zu zerhacken. Oder irgendwie nochmal neu zu bauen. Aber ihr kennt das Prozedere, ihr könnt das dann auch nachher schön machen, dieses Ding hier, wie es euch gefällt. So. Ja, und das Game ist fertig. Das Game ist fertig. Jetzt muss es nur noch dekoriert werden. Und das Dekorieren werde ich ganz spartanisch machen. Ganz, 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 ganz einfach machen. Auch die Funktionsweise von diesem Spiel ist und bleibt sehr, sehr, sehr einfach. Ja, fertig. Das war's schon. Ja, lass uns gleich mal spielen. Schauen wir mal. Spiel start erst möglich, nach. Ist das ein Komma? Nach Eingabe. Spiel starten, Klammer auf, Mittel. Spiel starten, Klammer auf, leicht. Und hier haben wir Spiel starten, schwer. Gut, dann lass uns mal Mittel spielen. Go! Minus 1. 0, minus 1, minus 2, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das muss ich noch beschriften. So, minus 5 habe ich ausgewählt. Mal gucken, ob es richtig ist. Sieht uns jetzt hier angezeigt. 1, 2, 3, 4, 5. Ist richtig. Und? Wir haben es richtig gemacht. Ja, jetzt können wir das nächste Game starten. Krass! Das hat funktioniert. Und jetzt können wir quasi die nächste Partie starten. So, und das System hat sich resettet. Das Spiel funktioniert. Juhu! Jetzt müssen wir noch ein bisschen designen. Erst Backup machen. Ich kenne das jetzt ja. Redstone Minigame. Wow, Leute. Cool. Wir haben es doch geschafft. Ich weiß nicht, wie viele Episoden das jetzt am Ende sind. Ich hab ein paar Worte nicht eingehalten. Zum Beispiel das mit der Facecam habe ich nicht eingehalten. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. So, dann. Bling Edit. Zeig mal, was du kannst. Wir müssen nämlich jetzt Folgendes machen. Ah, nicht ganz. Das ist das Erste. Mhm. Ja. Replace. Pick the block to be replaced. Also pick air. Air. Und wir machen mit Black Concrete. Ja. Das Game sollte trotzdem noch funktionieren. Wir sollten nichts kaputt gemacht haben hier oben. Vielleicht hier oben noch ein bisschen beleuchten. Wunderbar. Wunderbar. Okay. Ja. Dann muss noch der ganze Boden hier replaced werden mit Black Concrete. Also von hier bis
hier, machen replace und zwar Quarzblock mit Black Concrete. Sehr schön. Perfekt. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Wichtig ist jetzt, dass wir hier nochmal ein bisschen Hand anlegen und jetzt genau diese Sachen hier auch nochmal schwarz machen, dass man immer dass man das nicht so sieht von hier aus. Genauso wie hier auch. Das wäre nämlich wichtig zu bedenken. Also, dass von der Zuschauertribüne aus alles schwarz ist. Oder von der Tribüne aus, von wo aus man das Spiel spielt, soll alles, wenn möglich, schwarz sein. Black is the new black. Genau, lediglich die Schienen sieht man dann noch hier und da. Auch die sieht man gar nicht so gut. Okay. Und dann ist das Game schon fertig. So, es wird noch eine Videoanleitung geben, wie man das Spiel bedient, aber ich glaube, das Betriebsprinzip ist relativ selbsterklärend. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen aufpassen wegen den Knöpfen. Das würde ich einfach mit Locks jetzt designen. Da müssen wir ein bisschen nach vorne gehen. Ich gerade gesehen habe, dass da ein Fehlerchen drin ist. Weil wir, wenn wir das dahinter gebaut hätten, gäbe es hier einen Kurzschluss im Kabel. Den wollen wir natürlich tunlichst vermeiden. Ja. Den Download gibt es dann im nächsten Part, im Vorstellungspart. Bei dem ich nochmal das Game abschließend zeige. Juhu. Ja, perfekt. Dann eine Slab, eine Treppenstufe nehmen, die dann hier nochmal den ganzen Kram abrundet. Machen wir es so. Ja. Und zu guter Letzt müssen wir nur noch die Ziffern beschriften. Da haben wir nämlich hier 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir können auch gleich mal einen Test laufen lassen währenddessen. 10. Mehr als 10. Und hier haben wir dann minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, 9 und minus 10 und nichts vergessen, weniger als minus 10. Weniger als minus 10. Das Game läuft noch. Ja, sowas fehlt natürlich, darf auch nicht fehlen. Juhu, Game is beendet. Wir sollen irgendeine Zahl eingeben. Ich gebe mal die 3 ein. Mal gucken.
Das war geraten natürlich jetzt. Na, es ist eine Minuszahl. Häufig ist es eine Minuszahl. Das ist aber tatsächlich Zufall. Natürlich ein Schalt. 2, minus 2 wäre richtig gewesen. Also es gibt jetzt nichts, kein Feuerwerk. So, und jetzt spielen wir noch auf leicht. Und diesmal machen wir es mal richtig. 2, minus 1. Oh, warte kurz. 2, 1, 0, minus 1. 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2. 2. Glaube ich. Schauen wir mal nach. Ja, da ist noch ein Fehler drin. Okay. Bei der Anzeige war noch ein Fehler drin. Seltsam. Also darf noch nicht sofort. Also ich glaube, das liegt wieder daran, dass man einen Moment länger warten muss, bevor man anzeigen darf. Meiner Meinung nach. Gut, nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Minus 2. 0. 1. Minus 1. Minus 2. Boah, das gehe ich. Manchmal komme ich nicht hinterher. 0. Minus 1. Minus 2. Minus 3. Minus 3. Ja, das richtige Ergebnis. So, wir müssen warten, bis die Lampen leuchten. Minus 3. Ja, ist richtig. Und wir kriegen grün. Okay, ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, dass man im Moment noch wartet. Ne? Wenn das Game fertig ist. Da wäre gut, wenn man die Lampe aufstellen oder so. Nach dem Spiel Doppelpunkt. Ja, oder war kurz. Ja, oder ich schreibe ein Buch. Ich schreibe ein Buch und erkläre, wie dieses Spiel gespielt wird. Ja, das war's. Okay, liebe Leute, wir sind offiziell fertig. Vielen lieben Dank, dass ihr dieses Projekt bis hier mitgeguckt habt. Und im nächsten Part gibt's dann den Download. Liebe Leute, macht's gut. Bis bald und ciao, Leute.